Moin Leute! Und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge der PowerPoint Karaoke. Und heute haben wir einen wunderschönen neuen Gast dabei, nämlich den Finn von Ultralativ. Guten Tag! Hallo, ich habe die ganze Woche drauf gewartet. Hast du wirklich, oder? Also nichts anderes? Ja, ich habe nichts anderes. Ich habe auch nichts gegessen. Also bitte lass es schnell machen. Sehr gut. Erklärung, für die, die es noch nicht kennen. Wir haben beide Präsentationen, die wir selber nicht kennen, die für uns selber hergestellt wurden. Und die werden wir jetzt improvisiert halten, ja. Und wir werden versuchen, den bestmöglichen Vortrag dem anderen zu präsentieren, ohne zu wissen, was da drin vorkommt. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, oder? Ja, jetzt habe ich es auch endlich verstanden. Sehr gut. Du hast dich echt schlecht vorbereitet in der Woche. Ich würde sagen, wir haben beide unsere Präsentation. Ich fange einfach mal wieder an, um reinzukommen, ja, damit Finn so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Also herzlich willkommen bei meinem heutigen Vortrag, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt die Bleistifte wieder gespitzt und wurdet noch nicht in den Mülleimer gesteckt in der heutigen Stunde. Denn mein Vortrag heute geht über meinen Tagesausflug nach Castrop-Rauxel. Es ist ein Aufflug. Ich weiß nicht, ob... vielleicht. Stimmt. Zyniker würden behaupten, du hast das einfach in der Nacht zuvor zusammengeklickt. Ja, also ich würde jetzt behaupten... Ja, aber dann ist ja die Professionalität weg. Ich war auf jeden Fall in Castrop-Rauxel zu Besuch. Und darum geht's heute in diesem Vortrag. Man muss sich ja erstmal, gerade wenn man nach Castrop-Rauxel reist, vorbereiten auf das Ganze. Und wichtig ist dabei, erstmal geplant vorzugehen, cool dabei zu sein und zu schauen, dass man sich nicht irgendwie übernimmt, aber dass man alles im Kopf hat. So wie dieser intelligente, gut aussehende, charismatische Junge auf dem Foto, der einen sehr schönen Pulli übrigens anhat. Er sieht wirklich bezaubernd aus und dieser Junge hilft dabei unter anderem, wenn man sich einfach daran erinnert, wie er manchmal agiert. Ja, man muss sich ungefähr vorbereiten wie ein guter Fernsehmoderator, der sich ja auch vorbereiten muss, bevor die eigentliche Show losgeht, muss er erstmal gucken, was wird passieren, was muss ich wissen. Hier als Beispiel Jimmy Kimmel, der deutlich cooler ist als Jimmy Fallon. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Jimmy Kimmel aussieht wie Harry Potter? Hä? Ja? Fand ich nämlich auch. Leute, die Ähnlichkeiten sind verblüffend. Ja, das dazu wollte ich nur mal kurz einwerfen, weil ich dachte, das ist ganz interessant zu wissen. Man muss ja auch ein bisschen den Vortrag auflockern. Wichtig ist für die Vorbereitung auch, man muss die Socken anhaben. Und ja, das sind auch meine Lieblingssocken. Wenn ich Socken empfehlen kann, dann die mit den Zehen. Ja, weil die sind besonders bequem und besonders kuschelig. Und gerade wenn sie so toll bunt sind, dann ist man auch der Renner auf jeder Party, wo man die Schuhe vorher ausziehen muss, bevor man reinkommt. Dazu kann man auch sehr empfehlen, die Schuhe, wo man auch Zehen hat, die einzelnen, ja, auch praktisch für diese Socken gemacht. Ne? Genau, das wollte ich irgendwie nur nochmal zu der Sockenthematik sagen. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Sockenvortrag. Nächster Punkt des großen Castrop-Raukels Reisendings war die Anreise. Ja, man muss sich immer einen Kollegen suchen, mit dem man da hinreisen kann. Und ich habe mir auch einen gesucht. What? Aber ja, es war eine Möhre. Ich bin mit, aber es war eine gute Möhre. Ich mochte sie sehr gerne. Fred hat sie mir geschenkt. Ich bin mit der Seilbahn hingefahren, weil man muss ja auch umweltbewusst reisen und wollte nicht mit dem Flugzeug hin, ich wollte nicht mit dem Zug hin. Ich dachte, Timon, du musst da umweltbewusst CO2-frei hin. Und dann habe ich einfach eine Seilbahn von mir zu Hause bis nach Castrop-Rauxel gebaut, bin die ganze Strecke mit der Seilbahn gefahren, war sehr geil. Es war auch sehr teuer, weil so viel Kabel verlegen und man muss ja auch immer Gefälle beachten. Man muss vorher auch gucken, dass man eine richtige Unterkunft hat. So wie in dem Fall hier das Foto von meinem Anwesen. Ich hatte keine Bilder vorher gesehen, aber es war relativ günstig bei Airbnb. Ich glaube, das hat nur irgendwie 120 pro Nacht gekostet. So, von daher ging die Größe auf jeden Fall. War ein bisschen kalt, aber okay. Kommen wir zu den Eindrücken, die ich dort gesammelt habe, denn ich möchte euch natürlich auch erzählen, wie es da war, was ich da erlebt habe. Ja, hier ein Foto, wie ich es mir vorgestellt habe ungefähr. Ich habe gedacht, wow, Castrop-Rauxel, Hochhäuser, Bankenviertel, Industrie, Technologie. Und dann bin ich hingekommen. Da sah es eher so aus. War jetzt nicht so viel. Vom Wetter her war es relativ warm, aber sonst... Ich habe auch keine Menschen gesehen, merkwürdigerweise. Es waren... Aber super war es. Also immerhin... immerhin eine Ente war da. Und mit der habe ich mich auch angefreundet. Wir konnten so ein bisschen durch die Bars gehen. Ja, und wir schreiben uns immer noch. Ne? Der ist jetzt weiter unterwegs, aber ich glaube, das wird eine große Brieffreundschaft. Und er war auch... sehr cool und besonders gut ausgestattet für das Wetter, weil man muss bei dem Wetter beachten, die Sonne scheint gerade auf den Kopf, da darf man sich keinen Sonnenbrand holen, deshalb immer eine Mütze, am besten eine Cappy aufhaben, ja, das hilft. Das habe ich erlebt, also das waren meine ersten Eindrücke, wenn man so ankommt und ich habe einiges erlebt dort, als ich da war, die ganzen 1,5 Tage. Ich habe...
Was ist, wo findet man sowas? Die Beine vor allem, was ist denn das? Ja, ich habe mit meinen Freunden, ist ja viel Sand auch, Beachvolleyball gespielt. Was hast du, Beachvolleyball? Beachvolleyball habe ich gespielt, genau, wir waren alle halb nackt und es war wunderschön. Hier ein Foto von meinem Nachbarn, der beschlossen hatte, offensichtlich um 3 Uhr nachts noch ein Bild anzuhängen und habe ich mal geguckt und ein Foto durch das Schlüsselloch gemacht, so sah er dann dabei aus. Der war ein bisschen laut, ein bisschen nervig, aber in der Burg war ja genug Platz, sodass man irgendwie so ein paar hundert Meter weggehen konnte und da hat man es auch nicht mehr gehört. Ja, und den Eiffelturm habe ich gesehen, das war auch ziemlich geil. Kann auch sein, dass es einfach nur so ein Strommast war, weiß ich nicht mehr genau, aber es sah eigentlich genauso aus und es war auch so ein Kreppstand davor, also ich denke mal, dass er das war. Hier mein emotionales Bild, als ich in Castrop-Rauxel war. Auch das Wetter war ungefähr so, sehr grau. Es war kein Sonnenschein, auch nicht Regen. Es war einfach nur traurig. Das einzig Schöne, was mich aufgeheitert hat, war dieser kleine, süße, Ukulele-spielende Oktopus, den ich mir als Handy-Hintergrund gemacht habe, auch als GIF-Version. Ja, der hat dafür gesorgt, dass mein Tag dort nicht ganz so grau war und ich ein bisschen lachen konnte. Aber auch wütend war irgendwann, weil er konsequent immer nur das gleiche Lied gespielt hat. Und irgendwann ist so eine Endlosschleife von GIFs auch unfassbar nervig. Ja, und dann wurde ich einfach wütend. Also es war so 50-50 gut und eher scheiße. Also ich kann es nur so halb empfehlen. Ja? Fazit der ganzen Sache, um mal ein Resümee dieser Reise ziehen zu können. Es gab einige positive Aspekte auf der ganzen Sache. Enten? Enten? Hallo? Ja? Ja. Äußerst positiv. Und die Rechtslage war auch gut, weil da ist halt keine Polizei. So, du kannst machen, was du willst. Gummihandschuhe gab es auch noch gratis vom Reiseleiter. Das war auch sehr gut. Also ein gutes Reisegeschenk auch, weil man möchte ja in Castrop-Rauxel auch ja möglichst wenig anfassen und da ist es ganz gut, wenn die Hände vor Kontakt geschützt werden. Andererseits gibt es natürlich auch einige negative Aspekte dieser Reise, zum Beispiel die Gummihandschuhe, die nämlich sehr, sehr starken Ausschlag verursacht haben und sich sehr ätzend in die Hand gefressen haben. Das war ein bisschen blöd, also da hätte vielleicht ein bisschen mehr investiert werden müssen, aber hey, immerhin gratis Gummihandschuhe. Und es gab Nashörner im Zoo da, die sind aber leider ausgebrochen und haben die Ente, naja, totgetrampelt. So, ja. Das war ein bisschen blöd auch. Es gab viel Blut, alle haben geweint. Aber hey, wir hatten gratis Gummihandschuhe. Und dadurch, dass man dann in diese Ente getreten ist, auch sehr klebrige Füße. Also vielleicht nochmal nächstes Mal Gummifüße oder so Überzieher für die Schuhe. Den Witz der ganzen Sache, den suche ich auch noch. Aber ich glaube, es hat sich trotzdem gelohnt, dass ich da war. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Und ich hoffe, ihr konntet euch davon überzeugen, ebenfalls dort dahin zu fahren. Dankeschön. Danke. Ich bin überzeugt. Ein Zoo mit Nashörnern in der Wüste, wo eine Burg ist, in der Mr. Bean wohnt. Also erlebnismäßig ist das auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ja, euer Malle-Urlaub, 2 Wochen Ballermann, hat nicht so viel zu erleben. Ja, da hat man ja irgendwann alles gesehen. Okay, das heißt, ich bin jetzt dran, oder was? Genau. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Sichtschutz. Den Gag wollte ich jetzt auch nochmal machen. Nachdem ihn jeder einmal gemacht hat. Ja, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich weiß, es ist die 10. Stunde, ihr wollt nach Hause und es regnet draußen. Irgendwie muss ich meine Note ja verbessern, deswegen. Okay, fangen wir an. Petri Heil. Wie man sich verhalten sollte, wenn man einen Angler sieht. Es passiert natürlich häufig, dass man einen Angler irgendwo sieht und man aufgeschmissen ist ob der Situation, weil man nicht weiß, wie man sich verhalten soll, wie man reagieren soll. Angler sind natürlich ein sehr eigenes Völkchen und deswegen hier eine Anleitung von mir an euch. So, Schritt 1, wenn es darum geht, sich einem Angler gegenüber richtig zu verhalten. Oh, da habe ich gleich 2 mitgenommen. Zunächst, der Angler ist natürlich, man kennt ihn, ihr werdet einen Angler immer sofort erkennen, natürlich an den Schuhen, aber auch ganz prominent an dem sehr stark ausgeprägten Stock in seiner Hand, der unter Fachkreisen auch die Angel genommen wird, deswegen genannt wird. Deswegen, hier kleiner Fun Fact, heißt er auch Angler, falls ihr euch das mal gefragt habt. Ja, ich schreibe mir das mal direkt auf. Der Angler hat natürlich Beute, potenzielle Köder an seiner Angel, die dafür sorgt, dass andere Leute auf diese Ködergeschichte aufmerksam werden. In diesem Fall haben wir einfach ein Sinnbild genommen für etwas Aufmerksamkeitserregendes. Darum geht es nämlich. Es gibt ganz viele Köder, die bunt glitzern oder in diesem Fall auch einfach eine sehr hohe Stimme haben und deswegen einfach die Leute in der Umgebung auf sich aufmerksam machen. Jetzt sehe ich das. Und jetzt muss ich allerdings damit auch richtig umgehen. Der Waffenlauf, der auch so ins Bild ragt, zeigt auch die Verzweiflung. Ich bin verzweifelt, wie kann ich mich einem Angler gegenüber richtig verhalten? Ich bin so aufgeschmissen, ich denke über Suizid nach. Das wollen wir hier verhindern, ja. Das hilft niemandem weiter, besonders den Fischen nicht. Deswegen gehen wir direkt weiter. Schritt 2. Zuerst,
wenn ihr einem Angler gegenübersteht, bewahrt bitte Ruhe. Ja, es kann richtig schief gehen. Es gab schon mehrere blutige Auseinandersetzungen zwischen Anglern und normalen Menschen. Man kennt ja das Sprichwort, ein Angler ist wie ein Bär, nur mit einer Rute. Deswegen, genauso wie bei einem Bären, auch Ruhe bewahren. Dinosaurier allerdings bilden die Ausnahme. Es gibt ja verschiedene Arten von Dinosauriern. Wohl bemerkt, ich benutze noch das Präsens. Leute haben sich gefragt, Dinosaurier sind so riesig und haben dann zusätzlich auch noch so einen Schwanz hinten dran. Was soll denn das? Natürlich, wir wissen es mittlerweile, das ist die Angel. Dem gegenüber keine Ruhe bewahren, da einfach direkt abhauen. Plan B bereithalten, was Plan B ist, das ist euer eigener Scheiß, damit habe ich nichts zu tun. Dafür kriege ich keine Note, dass ich euch jetzt auch noch Plan B erkläre. Also da seid ihr leider raus, das ist nicht mehr mein Gebiet, da müsst ihr dann meinen Kollegen fragen. So, also, der Angler steht euch gegenüber. Aber ihr könnt diese Regeln leider nicht befolgen. Ihr könnt keine Ruhe bewahren. Was macht ihr also? Bestenfalls habt ihr eine Sauerstoffmaske dabei. Auch hier wichtig, zuerst euch selbst mit Sauerstoffmasken ausstatten und dann das weirde Kind neben euch, was die ganze Zeit schon rumgeschrien hat. Da müsst ihr erstmal die Prioritäten klären, ob es wert ist, das Kind noch am Leben zu erhalten. Deswegen zuerst an sich selbst denken und dann das nervige Blag neben euch. Wenn ihr das gemacht habt, geht es über zu Schritt 3. Geht auf Konfrontation, aber in einer freundlichen Art und Weise. Den Scheinwahren, eure eigene Angst darf euch nicht angesehen werden. Deswegen hier einfach mal eine Frage an die Runde. Wisst ihr, welcher von beiden Personen gerade der Angler ist? Nee. Hab ich mir gedacht. Das liegt daran, dass die Person, die hier der Angler ist, das ist übrigens die Person hier links, der rechts ist derjenige, der seine eigene Panik versucht zu verstecken. Der ist einfach schon sehr im Game. Ja, den habe ich auch angefragt, ob er herkommen will. Er hat es aber leider nicht geschafft. Ja, ist hingefallen. Natürlich solltet ihr versuchen, äußerst attraktiv auszusehen dem Angler gegenüber. Wenn ihr schlechte Lensflares auf dem Kopf habt, seid ihr noch mal aufmerksamkeitserregender. Also wenn ihr irgendwas Blinkendes habt, irgendeinen elektronischen Christmas-Sweater oder so, der währenddessen noch so eine Midi-Pop-Version von Jingle Bells spielen kann, alles top. Google, immer euer Freund, ja, Google ist dein Freund und Helfer. Also wenn ihr in einer Situation mit einem Angler steckt und ihr habt gerade eine ruhige Sekunde, einfach das Telefon rausholen und fragen, okay, Google, zeig mir Bilder von Bonobos. Und dann könnt ihr euch mit dem Angler gemeinsam Bilder von Bonobos angucken und eventuell einfach für Ablenkung sorgen und in der Zwischenzeit abhauen. Dass ihr euer Handy dabei verliert, ist weniger wichtig, weil es geht ja hier schließlich um euer Leben. Es geht weiter. Schritt 4. Und jetzt geht es um Gras, ja? Das alles befindet sich natürlich auch auf dem Fußboden. Und hier ist es wichtig, einfach für den Fall, dass es schief läuft, euren Fluchtweg schon mal im Kopf zu halten. Ja, das ist jetzt ein Vorschuss, den ich euch gebe. Eigentlich ist das schon Teil von Plan B, weil man geht ja normalerweise nicht davon aus, dass es schief geht. Hier so ein kleiner Hinweis auf Plan B. Vielleicht habt ihr Bock, euch mehr für Plan B zu interessieren. Und dann ist auch schon wieder alles gut. Ja? Also wenn ihr dann weg seid, dann seid ihr wieder glücklich. Wenn ihr von einem Angler weglauft, immer in Richtung Regenbogen laufen, weil da kann euch der Angler nicht folgen. Ja, das ist so ein Naturgesetz, genauso wie Echsenmenschen nicht lügen können. Können Angler nicht Richtung Regenbogen laufen, die müssen immer außen rum. Das heißt, wenn ihr direkt auf den Regenbogen zulauft, kann euch der zumindest nicht direkt folgen und ihr habt einen großen Vorsprung. Das ist ein ganz großer Geheimtipp. Also wenn es eine Sache gibt, die ihr euch merken sollt, dann das. Wir hatten es gerade schon, den Bären und den Angler. Hier nochmal als Vergleich, wenn der Bär bzw. der Angler, die Unterschiede sind nur marginal, deswegen habe ich jetzt einfach den Bär genommen zur Abwechslung. Wenn der Bär allerdings direkt unter dem, Entschuldigung, der Angler, man merkt es, das ist einfach zu nah aneinander, unter dem Regenbogen steht, kann er sich frei bewegen davon weg. Das heißt, wenn ihr einen Angler seht, der unter einem Regenbogen steht und ihr seht keinen anderen Regenbogen, dann Ruhe in Frieden. Schritt 5. Natürlich gibt es auch noch den Fluchtweg durchs Wasser. Das haben einige bereits versucht. Viele sind gescheitert, einige haben es allerdings geschafft. Ich habe auch dafür einen Überlebenden, der diesen Fluchtweg gewählt hat, angefragt. Der hat es allerdings immer noch nicht aus dem Wasser wieder rausgeschafft, weil er sich einfach nicht traut. Ich habe mich auch gefragt, wie er meine E-Mail beantworten konnte, aber na gut. Und das ist mit ihm passiert. Er ist vorher ins Wasser reingefallen und ist dann einfach über die mittlerweile Monate, die er im Wasser verbracht hat, selbst zum Fisch geworden. Oh. Und jetzt, die Ironie des Schicksals, ist er wieder das Opfer des Anglers. Oh. Also Menschen werden zu Fischen. Das ist der ewige Kreislauf, ja? Also ja. Ewige Kreis! Entschuldigung. Das ist das, wovon sie da reden. Schritt 6 gibt es natürlich noch Bestechungsmittel. Natürlich sind Angler auch Menschen. Entschuldigung. Sind Angler natürlich auch Lebewesen mit Interessen. Hier habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Das erste natürlich Eis. Ja? Wir wollen den Angler natürlich auch nicht verteufeln. Also so viele Unterschiede zwischen normalen Menschen und einem Angler nun mal auch sein mögen, aber wir haben trotzdem alle Bock auf Eis. Deswegen Eis auf Eis. Deswegen, wenn ihr alleine an Gewässern unterwegs seid, immer Eis dabei haben. So, das andere natürlich ein Butterbrot. Ganz großartig. Angler sind trotz
trotz alledem simple Lebewesen und denen reicht oft auch ein Butterbrot. Bloß keine Margarine, das habe ich jetzt vergessen aufzuschreiben, aber deswegen bin ich ja hier, um euch das zu erklären, sonst hätte ich euch einfach nur die Präsentation geben können. Keine Margarine, dann könnt ihr eben auch genauso gut direkt ins Gesicht urinieren. Das Kleinstmögliche, was ihr ihm entgegenkommt, auch großartig. Also das Kleinstmögliche, was ihr am Körper habt, den Witz könnt ihr euch jetzt sparen, weil Angler fasziniert von kleinen Dingen sind. Fische sind normalerweise ja auch sehr klein. Aber das größte Gut des Anglers ist ja meist sein Köder. Und Köder sind auch sehr klein, deswegen hat sich das über die Evolution wahrscheinlich so gebildet, dass sie auf sehr kleine Sachen stehen. Wenn ihr irgendwie kleine Murmeln dabei habt oder, keine Ahnung, euren Lebenswillen, dann könnt ihr euch den auch entledigen. Kommen wir zum Endergebnis. Es ist schön, auf der Welt zu sein, aber es gibt trotzdem Angler auf der Welt. Und diesen Anglern willentlich und wissentlich und vor allem gut vorbereitet entgegenzutreten, ist die Crew das richtige Vorhaben, um dazu zu kommen, dass das auch so bleibt. Ah ja. Oder, wenn ihr das leider nicht schafft, dann werdet ihr leider wahnsinnig. Und das ist okay. Nur werdet ihr dann wahrscheinlich von der Gesellschaft ausgestoßen werden und vielleicht selbst zum Angler werden. Oh. Orientiert euch an dem linken Teil, das, was ich euch erzählt habe. Und dann ist auch gut. Und das rechts mit der Giraffe, das versucht ihr am besten so schnellstmöglich zu verlassen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und vergesst nicht, keine Margarine. Dankeschön! Ja, ich hoffe, du konntest deine Note damit aufbessern. Es hat sich echt gelohnt, jetzt in der 10. Stunde nicht blau zu machen. Gut, ich würde sagen, das war sehr informativ heute wieder. Wenn ihr weitere informative Sachen sehen wollt, der Finn hat einen Kanal, da macht er auch Videos. Weniger über Angler, aber wer weiß, vielleicht hat sich das ja bewegt. Ja, neuer Content. Checkt ihn gerne mal ab, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und schreibt der Ente, tschüss. Tschüss.